Ich war dann lange Jahre Leiter des Grundbuchamts in Rosenheim und die letzten 18 Jahre Geschäftsleiter des Amtsgerichts Rosenheim mit den Zweigstellen Bad Aibling und Wasserburg. Meine Richtung war, die Leute, die in Rosenheim wohnen oder nach Rosenheim herziehen, sollen sich hier wohlfühlen. Und wohlfühlen kann man sich in einer kleinen, bis dahin liebenswerten Stadt nicht, wenn zwischen den kleinen Häusern immer hohe Häuser gebaut werden, wenn man die Straßen verbreitert, die Alleebäume abholzt, da können sich die Leute meines Erachtens nicht mehr wohlfühlen. Deshalb habe ich mich mit einer Reihe von Leuten zusammengetan, um ein Städtebauforum zu gründen, dass von außen ein Druck auf den OB kommt, nicht so weiterzumachen, wie das bisher geschehen war. Der Dr. Steinbeißer hat sich sicher um viele Bereiche in der Kommunalpolitik verdient gemacht, aber in städtebaulicher Hinsicht war seine OB-Zeit keine gute Zeit für Rosenheim. Ich habe in der Vorzeit, also vor 72, habe ich den Dr. Michael Stöcker, der war Staatsanwalt bei uns in der Staatsanwaltschaft, gebeten, er möchte doch zur CSU gehen und vielleicht können wir ihn dann als OB-Kandidaten Sie aufbauen. waren derjenige, der ihn darauf angesprochen hat? Ich habe ihn angesprochen darauf. Ja, wir haben ja Tür an Tür eigentlich gearbeitet. Von den 24 anwesenden Leuten haben 22 für die Fußgängerzone Das ist gestimmt. aber sehr bemerkenswert. Das war ein großes Glück für mich auch und ich war also wirklich damals sehr erfreut und eigentlich fast glücklich, dass das gelungen ist. Und wie die anderen Fraktionen und die anderen Stadträte gesehen haben, dass das von uns beschlossen wird, da wollte natürlich keiner zurückstehen und hinten dran sein. Und dann haben wir praktisch im Stadtrat einstimmig die Fußgängerzone beschlossen, Tolle noch Leistung. 1983. Und ich war dann noch, weiß nicht wie lange, noch Vorsitzender vom Bildungswerk Rosenheim. Und habe dann das aber aufgegeben, wie ich Fraktionsvorsitzender im Stadtrat geworden bin und das machen musste, war das mir einfach ehrenamtlich zu viel. Ich habe das nicht mehr geschafft. Und wir haben Gott sei Dank im Bildungswerk dann den Professor Kraus gewinnen können als Vorsitzenden und so geht, ist es also prima weitergegangen. Und hier darf ich anmerken, dass das Wirken vom Stadtdirektor Dieter Schinzel zum Segen für Rosenheim wurde. Herr Schinzel war stets auf das Wohl der Rosenheimer Bürger bedacht und verstand es, Dr. Stöcker unaufdringlich und behutsam, aber zielgerichtet zu beeinflussen, um nicht zu sagen, zu führen. So wurde die OB-Zeit Stöckers zu einer guten Zeit für Rosenheim. Dank Dieter Schinzel, darf ich dazu sagen. Mir hat dann der OB und der Herr Schinzel, die haben mir damals dann sehr leid getan in der Eisstadion, Eishallensache. ja. Das war dann wirklich ein eskalierter Streit. Und da habe ich Dr. Stöcker wieder sehr bewundert, wie er eisern die Belange der Stadt vertreten hat, mit Recht, er hatte ja vollkommen Recht. Und er hat das durchgestanden. Und ich muss auch wieder sagen, auch dank Dieter Schinzel, der hat ihm immer den Rücken gestärkt dann in dieser Sache. Kurz nach meiner Pensionierung wurde ich gebeten, einen großen Rosenheimer Verein als Vorsitzender zu übernehmen. Das war der Hauskrankenpflegeverein Rosenheim. Es ist ein Verein, der im Jahr 1914 von St. Nikolaus aus gegründet worden ist, als ambulanter Pflegedienst in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins, dessen Pflegekräfte zunächst nur Ordensschwestern von der Kongregation der St. Franziskus-Schwestern von 14 Heiligen waren. Die Stadt soll lebens- und liebenswert bleiben, wirtschaftlich stark, das ist ja Voraussetzung immer, und menschenfreundlich, damit sich alle Bewohner wohlfühlen in Rosenheim.